Hallo Young Sales Lady, schön, dass du einschaltest heute zum Video. Ich bin Janni Rauki, Sales Expert für Young Sales Ladies und heute geht es um 4 Punkte, warum mir Sales so viel Spaß macht und warum ich mich für diesen Beruf entschieden habe. Wenn du selber auch überlegst, mal in diese Branche zu gehen, in Sales, in den Vertrieb und du sagst, diese Punkte, die passen auch genau auf dich, dann ist Sales für dich der perfekte Beruf. Punkt Nummer 1, für mich ist jeder Termin oder jede Interaktion mit einem Kunden ist so eine Art Schauspiel. Du musst natürlich sehr offen sein, andere Leute, deine Kunden und deine Interessenten auch kennenzulernen, auch dich für sie interessieren. Je mehr Informationen du über deine Interessenten oder Kunden hast, desto besser, dann hast du einfach schon mal viel einfacher Gesprächsthemen. Deshalb geh ruhig auf Xing, geh auf LinkedIn, geh auf Facebook oder auch auf Instagram und guck, vielleicht findest du da ja was über deine Interessenten auch heraus, weil dann weißt du, ach, der geht gerne in Urlaub, der geht gerne nach, sei es nach Kapstadt, nach Mallorca, der wandert gerne, der fährt gerne Bike. Dann hast du einfach schon mal gute Gesprächsthemen, wo du weißt, ah, ist ein guter Anknüpfpunkt. Ja, wie gesagt, bei einem Termin, da haben beide Parteien immer unterschiedliche Interessen und jeder möchte sein Ziel. Du als Sales Lady möchtest natürlich dein Produkt, in meinem Fall ist es meine Software, die möchtest du verkaufen. Und der dir gegenüber, der möchte natürlich das beste Produkt für sein Unternehmen haben. Ja, und möchte wahrscheinlich auch den Preis noch niedriger treiben. Und von daher ist es eben wichtig, dass du eine gute Beziehung zu ihm aufbaust, zu dem Kunden. Und dass du auch so ein bisschen lernst, mit was für Menschen hast du es zu tun und wie sind da so die Charaktere, die Charakterzüge. Und von daher setzt du dann auch dementsprechend deine Vertriebsstrategie auf. Du hast natürlich vom Unternehmen aus deine Verkaufsstrategie. Du weißt, wie du am besten das Produkt verkaufen kannst. Aber trotzdem ist natürlich immer noch wichtig, dass du auch weißt, mit wem du es zu tun hast und wie der dir gegenüber einfach tickt. Der zweite Punkt, was mir auch einerseits viel Spaß macht, andererseits manchmal verfluche ich es auch, das ist das viele Reisen. Vertrieb ist eigentlich hauptsächlich, wenn man beim Kunden ist. Du musst eine Beziehung zum Kunden, zum Interessenten aufbauen und deshalb hast du natürlich auch sehr viele Besuchstermine. Was natürlich heißt, dass du viel im Flugzeug sitzt, Auto, in der Bahn und verbringst wahrscheinlich sogar mehr Zeit in diesen öffentlichen oder in diesen Verkehrsmitteln als tatsächlich im Büro. Ja, und da geht auch oftmals eben viel Zeit drauf, weil wenn so ein Termin oder wenn du irgendwo hinfliegst, fliegst du schon mal 1,5 Stunden, du musst vorher da sein, musst den Puffer einbauen. Das heißt, an so einem Tag kommst du auch gut mal auf deine 14 oder 15 Stunden. Und ja, das darf dir aber, sage ich jetzt mal so, einfach nichts ausmachen. Du musst es irgendwie für dich finden, wie du das siehst. Du darfst nicht als Arbeitszeit bewerten. Musst natürlich aber auch gucken, wenn es dir irgendwie, wenn du mal einen Tag hattest, wo du 16, 17 Stunden unterwegs ist, dass du sagst, okay, am nächsten Tag kommst du später ins Büro und gehst vielleicht auch früher. Du musst einfach für dich dann schauen, wie so dein bestimmtes Pensum ist. Aber was dann natürlich der Fall ist, wenn du reist, es werden nicht weniger Aufgaben. Das heißt, du hast auch viele Sachen, die einfach dann liegen bleiben und die du natürlich nachbearbeiten musst. Aber ich halte mich auch unheimlich gerne eigentlich an Flughäfen auf und mache das nichts aus. Ich bereite mich da oftmals im Kopf nochmal auf die Präsentation vor oder auf den Kunden, auf den Interessenten oder was noch irgendwelche Präsentationen. Aber wie gesagt, es ist oftmals auch mit eben sehr frühem Aufstehen verbunden, wo dann der Wecker auch mal um 4 Uhr klingeln kann. Warum mir Vertrieb auch extrem Spaß macht, ist, es ist zielgesteuert. Und zwar hast du nicht einfach nur so deine Aufgaben, die du erledigen musst, sondern das Coole ist, du hast deine Ziele, du weißt, was du am Ende des Jahres, bei manchen ist es das Quartal, was du da erreichen musst, was du an Umsatz generieren musst. Und bei vielen Unternehmen, da untergliedern sich auch nochmal die Ziele in Anrufe, in Besuche, auch in Teamziele oder Unternehmensziele. Aber das Schöne ist, du kannst einfach steuern. Ja, du hast einfach, du bist transparent, du kannst dich selber so ein bisschen tracken, wie stehst du gerade da. Im Februar hast du so und so viel Umsatz gemacht, im letzten Jahr warst du aber schon bei, sag ich jetzt mal, 20.000 mehr. Das heißt, du musst da ein bisschen Gas geben. Das ist aber ein cooler Ansporn, weil, da kommen wir jetzt auch zum vierten Punkt, weil dein Gehalt ist nämlich von den Zielen abhängig. Und das Coole ist, du bekommst nicht immer dasselbe Gehalt, sondern du bekommst natürlich auch einen Bonus. Das heißt, im Vertrieb, bei vielen Unternehmen gibt es quartalsmäßige Auszahlungen,
Bei manchen sind es die jährlichen und ich freue mich dann jedes Mal, wenn es ins neue Jahr geht und du deine Ziele auch erreicht hast, weil du setzt natürlich alles dran, um deine Ziele zu erreichen, weil du da einfach auch nochmal eine schöne Belohnung, einen schönen Bonus bekommst. Und ich weiß meistens schon zum Anfang des Jahres, was meine Bonusbelohnung fürs nächste Jahr wird. Mal ist es eine schöne Tasche, kann es auch ein Urlaub sein oder du sparst dir einfach das Geld weg. Das finde ich aber einfach nochmal, es wäre mega Anreiz, weil du wirklich dein Gehalt extrem auch mal pushen kannst, wenn du gute Deals reinholst, wenn du fleißig bist und wenn du auch Spaß an der Sache hast. Und das waren meine 4 Punkte. Und wenn diese Punkte dir auch zusprechen und du sagst, yes, das ist auch genau mein Thema. Ich will auch viel unterwegs sein, ich will meine Ziele haben, ich will fleißig sein, ich will arbeiten und ich bin gern mit Menschen in Kontakt und überlege mir da auch so Strategien, wie kann ich sie überzeugen und habe auch keine Angst davon, aufdringlich zu sein oder dass jemand denken könnte, Mensch, die ist aufdringlich, jetzt ruft sie mich schon wieder an, dann ist der Beruf bestimmt der richtige für dich. Und wenn du weitere Fragen hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht, kommentiere das Video oder folge mir auf Instagram